Herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf die Filmfabrik. Der italienische Schriftsteller Giambattista Basile verfasste vor 400 Jahren zahlreiche Märchen, die lose miteinander in Verbindung stehen. Sie zählen zu den allerersten Werken der Kinderliteratur. Das Konzept der Kindheit in Abgrenzung ans Erwachsensein ist nämlich nichts, was es schon immer gab. Nein, der Gedanke, dass Kinder eine andere Literatur als Erwachsene benötigen, entstand erst so richtig im 17. Jahrhundert. Basile erkannte das relativ früh. Ein paar der Erzählungen Basiles hat der italienische Regisseur Matteo Garrone nun genommen, umgeschrieben und verfilmt. Da geht es zum Beispiel um ein Königspaar, gespielt von John C. Reilly und Salma Hayek, das seit Jahren erfolglos versucht, ein Kind zu bekommen. Und weil das nicht klappt, begibt sich der König selbst auf die Suche nach einem Fabelwesen, dessen Herz nach dem Verzehr schwanger machen soll. Ja, richtig gehört. Der zweite Handlungsstrang ist über einen König, der einen Floh aufzieht, der bis auf die Größe eines kleinen fetten Hundes wächst. Eine weitere Erzählung ist darüber, dass ein König sich in die Stimme einer Jungfer verliebt, die potthässlich ist, aber den König versucht, mit allen möglichen Tricks davon zu überzeugen, dass sie schön ist. Vorweg, das Märchen der Märchen ist optisch atemberaubend. In Garrones Werk sieht man eine visuelle Kreativität, die ich zuletzt in solchem Ausmaß in Guillermo del Toros Pans Labyrinth gesehen habe. Der Bernardiner große Floh, die weißhaarigen mystischen Zwillinge, die Fabelwesen, all das ist richtig gut inszeniert und sieht ziemlich außergewöhnlich aus. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Kamera, Kostüm und Set überzeugen in jeder Hinsicht und geben dem Film an und für sich schon eine Existenzberechtigung. Klar, es basiert auf den Märchen von Basile, aber trotzdem, hier hat Garrone alles richtig gemacht. Und der am 27. August 2015 erscheinende Märchenfilm schenkt uns den Witz und die Originalität, die in der aktuellen Kinolandschaft einfach an allen Ecken fehlt. Nach hunderten von stumpfen Reboots, Remakes, Sequels und Pre-Re-Reboot-Sequels, Spin-Offs ist es schön zu sehen, dass Filmemacher nicht vergessen haben, dass einem Film noch echte poetische Energie innewohnen kann. Wenn ihr aber überlegt, eure Kinder mitzunehmen, weil Basiles Werke ja schließlich Kinderliteratur waren, könnt ihr vergessen, der Film ist ziemlich erwachsen und brutal. Meinen Sohn würde ich dahin nicht mitnehmen. Ich habe aber keinen Sohn. Der Film hat jedoch einen sehr großen Knackpunkt, an dem er vorne und hinten leidet. Er zieht sich. Mit 125 Minuten Laufzeit ist er jetzt sicher kein besonders langer Film, aber viele Dialoge und kleine Plotpoints fühlen sich einfach sinnlos und unnötig an und dadurch wirkt der Film, als wäre er dreimal so lang. Wer also keinerlei Geduld hat und zu lange Filme nicht tolerieren kann, Leute gibt's ja sehr viele und ich zähle zum Teil auch dazu, der sollte sich zweimal überlegen, ob der Kauf der Kinokarte das Geld wirklich wert ist. Nichtsdestotrotz bekommen wir mit Das Märchen der Märchen italienisches Kino, wie es vor Jahrzehnten in der berühmten Cinecittà in Rom produziert wurde. Üppig, ausschweifend, kreativ und visuell hochinteressant. Eigentlich wollte ich 6 von 10 Punkten geben, habe mich aber durchgerungen und gebe 7. Einfach aus dem Grund, dass ich Filme wie diesen hier sehr unterstütze. Das Kino braucht wieder mehr Kreativität und mehr Individualismus. Ihr merkt schon, bin immer noch etwas angepisst von Fantastic Four. Kurzes Fazit zu Das Märchen der Märchen. Kamera, Setten, Kostümen kriegen 10 von 10. Im Schauspiel gibt es auch nichts großartig auszusetzen, auch wenn Salma Hayek ein bisschen hölzern wirkt. Allerdings hätte man das Drehbuch an vielen, vielen Stellen kürzen müssen. Und wo wir eben noch bei Fantastic Four waren, habt ihr Lust auf meine Kritik dazu? Dann klickt doch mal hier oben rechts. Da erfahrt ihr, wie sehr ich Josh Tranks Misthaufen gehasst habe. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf die Filmfabrik.